Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 19.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir. Oh! Waren die Styles vorher schon da? Ich bin mir jetzt echt momentan ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, die Styles sind neu, auch wenn da jetzt keine Meldung da war. Die Styles von der Einsatzleiterin und hier vom Bravo-Teamanführer. Bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Wir fangen mal auf der rechten Seite an mit dem Sonnenspross. Sunsprout, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob es diese Styles vorher schon gab oder nicht. So, Sonnenspross für 200 V-Bucks. Der sofort hat sich den geholt. Ich finde den nicht ganz so toll, aber trotzdem. Von mir kriegt er 6 von 10. Vom Herrn sofort bestimmt 10 von 10. So, dann hätten wir folgendes Voting für den Sonnenspross. Haben hier. Ne, das war falsch. Doublechin. So, 3,7 von 5 bei 27 Votes am 6. März 2019 ist erstmal drin gewesen. 6 mal 22, wie meine, das letzte Mal im Shop am 1. Oktober von 49 Tagen. Weiter geht's mit der Spektralhacke. Ja, Klassiker. Mein Fall ist es jetzt nicht wirklich. Kriegt von mir 7 oder 6. Machen wir auch wieder 6 von 10. Und da hätten wir momentan ein Voting von 4,33 von 5 bei 52 Votes am 14. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 33 mal 67 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen am 18. Oktober. So, weiter geht's jetzt hier mit den geschmeidigen Moves. Jo, das ist ein absoluter Kult-Emote. Mega geil, das Teil für 800 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. So. So, schauen wir doch mal, wie sind denn hier die Bewertungen für den Smooth Moves. 4,58 von 5 bei 106 Votes am 1. Oktober 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das 17. Mal jetzt. 266 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 27 Tagen am 23. Oktober 2019. Weiter geht's jetzt hier mit dem Wiggle. Mega cooles Teil irgendwie. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Kriegt von mir 8 von 10. Und das Teil hat hier folgendes Voting. 3,77 von 5 bei 43 Votes am 9. April 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 25. Mal jetzt 54 Reminders. Setzen wir im Shop von 29 Tagen am 21. Oktober. Weiter geht's mit dem Phoenix. Dazu haben wir dann oben rechts in der Ecke auch ein Gameplay verlinkt. Schade, dass kein Waschbär ist, sondern ein Fuchs. Ansonsten das Teil eigentlich relativ cool, gefällt mir persönlich ziemlich gut, kriegt von mir 9 von 10, der Phoenix, und hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 4,06 von 5 bei 32 Votes. Am 26. August 2019 ist das erste Mal drin gewesen, jetzt das fünfte Mal. 56 Reminders, letztes Mal im Shop vor 28 Tagen, am 22. Oktober. Dann sind wir bei dem Knight Rider. Da hinten, jetzt hat er diesen Reifen da drauf. Sieht eigentlich ganz cool aus, das Teil. Kriegt von mir 7 von 10. Und der Knight Rider, oder auch Burnout genannt, hat hier folgendes Voting. Wir haben 4,03 von 5 bei 61 Votes am 9. März 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 18. Mal jetzt, 5 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 33 Tagen am 17. Oktober. Jo, dann sind wir bei dem Einsatzmuster. Ja, kann ich jetzt nicht so wirklich was mit anfangen. Es geht. 6 von 10 ist der Rivet. Und der Rivet hat hier folgendes Voting.
2,8, 1 von 5 bei 16 Votes am 21. März 2019 ist das letzte Mal drin gewesen. 8 Mal, 5 Reminders, letztes Mal im Shop vor 35 Tagen am 15. Oktober. Dann geht's weiter mit der... Ich will erstmal hier die Tech-Bets machen. Also Taktikschläge für 500 V-Bucks. Picke. Knüppel. Jo, Teil kriegt von mir 7 von 10. Die Tech-Bets haben hier folgendes Voting. 4,5 von 5 bei 6 Votes am 13. August 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal, jetzt 10 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 15. Oktober. So, jetzt kommen wir dorthin zu der Einsatzleiterin. Und da haben wir hier diese Styles. Ja, die waren schon drin. Doch. Die waren schon drin. Einsatzleiterin, auf jeden Fall ganz cool. Kriegt von mir 9 von 10. Ich finde die echt cool. Und die hat hier folgendes Voting. Das ist hier der Waypoint. 4,4 von 5 bei 85 Votes am 8. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das 12. Mal jetzt. 143 Reminders, letztes Mal im Shop vor 35 Tagen am 15. Oktober. So, und dann sind wir hier beim Bravo Teamanführer. Auch der ist richtig cool. Aber nicht so ganz, nicht so cool wie jetzt hier die Einsatzleiterin. Kriegt von mir 7 von 10. Und er hat hier folgendes Voting. Oh, das ist nicht gut. 2,6 von 5 bei 20 Votes am 13. August 2019. Das erste Mal drin gewesen, das vierte Mal jetzt. 6 Reminders, letztes Mal im Shop vor 35 Tagen. So, mit dem Set auch schon soweit durch. Dann kommen wir hier zu dem zu Schädelines Spalter für 800 V-Bucks. Da gibt es dann auch nochmal die hellere Version, genau. Ja, kriegt von mir 6 von 10 das Teil. Hat hier folgendes Voting. 3,57 von 5 bei 28 Votes am 14. Februar 2019. Das ist mal drin gewesen. Das 9. Mal jetzt 5 Reminders. Dann sind wir bei der Sully. Also der Schädeline. Da gibt es dann wohl auch hier nochmal spezielle Herausforderungen, um diesen Style hier freizuschalten. Kann man jetzt leider nicht sehen, welche Herausforderungen das sind. In der hellen Version finde ich sie persönlich besser. Da kriegt sie von mir 7 von 10. Und die hat hier folgendes Voting. 3,85 von 5 bei 80 Votes am 14. Februar 2019. Das erste Mal drin gewesen, das 9. Mal jetzt 58 Reminders. Dann kommen wir zu dem absoluten Kultset hier, die Karmesinhacke als erstes für 800 V-Bucks. Teil kriegt von mir 7 von 10. Die Crimson Axe hat hier folgendes Voting. 3,55 von 5 bei 38 Votes am 6. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das 15. Mal jetzt. 24 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 48 Tagen am 2. Oktober. So, und jetzt last but not least kommen wir zu einem absoluten Mega-Kult-Skin. Die Rote Ritterin hat sich der sofort auch gegönnt. Für 2000 V-Bucks. Das Ding gehört eigentlich in jeden Spind. So, Rote Ritterin kriegt von mir ganz klar 10 von 10. Und hat jetzt hier folgendes Voting. Und das ist schon ziemlich brachial auch. 4,27 von 5. Bei 257 Votes. Am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Das 22. Mal jetzt. 313 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 2. Oktober. Vor 48 Tagen. Jo, dann sind wir hier mit den ganzen Sets auch schon soweit durch. So, jetzt muss ich das Ding hier ja noch irgendwie bewerten. Schau mal, wie steht's denn momentan? Wir haben 1521 Lovitz, 1478 It's Meh und 2909 Hades. So, was mache ich aus dem Teil? Also ganz ehrlich,
Das ist jetzt nicht so wirklich einfach, ne? Wir haben hier auf der rechten Seite, gut, Smooth Moves ist geil, Phoenix ist ganz cool, Wackeln ist cool, Sonnenspross gefällt er sofort. Hier Einsatzleiterin ganz cool, da die rote Ritterin mega geil. Schädeline okay, ganz gut. Ja, normalerweise, also ich kann ihm kein richtiges Love It geben, ist kein neues Item drin. Ja. Also, ein Love It kann ich nicht machen. So, ein It's Meh oder ein Hate It? Also, ich bin eher Richtung It's Meh. Also bin ich It's Meh Nummer 1481. Können wir mal ganz kurz hier gucken. So, 1481. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator Code sofort du gleich TTV. Damit helft ihr uns wirklich sehr, sehr weiter. Nun schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Englisch.